Auf diesem Kanal erzähle ich gerne die Geschichten aus der deutschen Geschichte, die etwas weniger bekannt sind oder die man zumindest noch nicht komplett aus dem Schulunterricht oder aus irgendwelchen Dokumentationen kennt. Deswegen würde ich heute gerne die Geschichte eines fast vergessenen Kaisers erzählen. Wie weit muss ich dafür zurückgehen? Bis ins 9. Jahrhundert? Bis zu irgendeinem Kuriosum des Heiligen Römischen Reichs? Nein, nur bis ins Jahr 1888 zu Kaiser Friedrich III., dem Sohn des ersten und Vater des letzten Kaisers des Deutschen Kaiserreichs. Es ist eigentlich schade, dass wir heutzutage so wenig populäre Erinnerungen an Friedrich III. Haben. Er ist eigentlich ein hochinteressanter Monarch. Zum Beispiel ist er das einzige Mitglied irgendeines deutschen Königshauses, das jemals in ein Zugunglück verwickelt war. Er hat 1851 den Zug von Minden nach Köln genommen, der ist entgleist, er hat sich verletzt, aus dem Erste-Klasse-Abteil gerettet. In seinem Privatleben hat er Spektakuläres vollbracht. Er hat zum Beispiel Prinzessin Victoria geheiratet, die Tochter der gleichnamigen legendären englischen Königin. Zu der damaligen Zeit, vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, war das eine Ehe weit über den eigentlichen Möglichkeiten der Hohenzollern. In seiner militärischen Laufbahn hat er sich als ein außerordentlicher Feldherr bewiesen. 1866 im Deutschen Krieg hat er bei der Schlacht von Königgrätz die 2. Armee befehligt. Und die 2. Armee war es, die mit einem gewagten Flankenmanöver diese Schlacht, die den kompletten Krieg entschied, für Preußen entschied. Und in dem Deutsch-Französischen Krieg ist er ebenfalls wieder der entscheidende Mann gewesen. Er kommandierte die 3. Armee bei der berühmten Schlacht von Sedan, die diesen Krieg zunächst entschied. Als Kronprinz und als Kaiser hatte er weniger Glück. Sein Vater Wilhelm I. ist sehr, sehr alt geworden. Und in der Zeit, in der er auf den Thron gewartet hat, wurde bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert. Leider zunächst falsch. Und deswegen hat es zu lange gedauert, damit man sie sinnvoll behandeln konnte. Diese Krankheit war Kehlkopfkrebs. 1887 musste er sich sogar, nachdem er über Nacht plötzlich schwere Atemnot gekriegt hat, einer Tracheotomie unterziehen. Und danach konnte er nicht mehr sprechen. Kaiser Friedrich III. Wurde ein Jahr nach dieser Operation dann Kaiser. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon stumm, schwer krank, überlebte er nur noch 99 Tage auf dem Thron, auf den er nicht besonders viel machen konnte. Noch im selben Jahr, 1888, dem berühmten Dreikaiserjahr, folgte ihm dann sein Sohn Wilhelm II. Auf den Thron. Er wurde hier in Potsdam in der Friedenskirche in diesem Mausoleum bestattet, das im relativ originalen Zustand ihm noch heute gedenkt. Anders ist es wiederum in Berlin, wie in vielen anderen deutschen Städten. Von Kaiser Wilhelm I. findet man fast überall in Deutschland eine ganze Menge von Statuen. Von Kaiser Wilhelm II. Ein gutes Stück weniger, aber das ist auch verständlich, denn schließlich folgte auf ihn die Republik, die relativ wenig Gründe hatte, ihm zu gedenken. Aber warum hat ausgerechnet auch hier die königlich-kaiserliche Hauptstadt der Hohenzollern dem mittleren Kaiser Friedrich so schlecht gedacht? Nun, es ist eine Mischung aus Pech und Politik. Der junge Kronprinz Friedrich war zumindest für Hohenzollern-Verhältnisse eher im liberalen Lager angesiedelt und wurde zum Bezugspunkt und auch teilweise guten Freund vieler verschiedener Bismarck-Gegner. Es ist wahrscheinlich deswegen kein Zufall, dass Otto von Bismarck nach dem Tod von Kaiser Friedrich die Weisung ausgab, dass man diesem sehr, sehr kurzlebigen, stummen Kaiser nicht wirklich irgendwelche Denkmäler setzen müsste. Lediglich dann, wenn irgendwo zum Beispiel bereits ein Denkmal von Kaiser Wilhelm I. steht, dass dann natürlich auch seinem Sohn gedacht werden kann oder dort, wo Kaiser Friedrich als ehemaliger Feldherr gewürdigt wird. Da wurden ihm Statuen gebaut nach dem Bismarckschen Edikt. Einer der ganz wenigen Orte, die dann tatsächlich nach ihm benannt wurden, zumindest hier in Berlin, ist die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche. Allerdings ist von dem Original auch nichts mehr übrig. Im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört, wurden die ganz wenigen Reste, die es noch gab, dann in den 50er Jahren abgetragen und 1954 diese neue moderne Kirche errichtet. Also die Namensgebung ist noch da, aber das Originalgebäude fehlt. Auf der Museumsinsel ist es genau andersrum. Dieses Museum wurde ursprünglich als Kaiser-Friedrich-Museum gebaut und steht noch bis heute im Original. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat man im Osten von Berlin alle Namensnennungen der alten Hohenzollern wieder aus dem Stadtbild entfernt und das dann zunächst Museum am Kupfergraben, schließlich in Bode-Museum umbenannt. Hier auf der dazugehörigen Montbijou-Brücke stand auch ein großes Reiterstandbild von Kaiser Friedrich. Das ist allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls entfernt und eingeschmolzen worden. Im Westen war es nicht viel besser.
hier durchschnitt vom heutigen Platz der Republik aus vor dem Bundestag gesehen, die sogenannte Siegesallee, den Tiergarten. Dort waren von Kaiser Otto I. an alle möglichen deutschen und preußischen Herrscher und sonstige wichtige historische Figuren verewigt. Die Siegesallee war schon fertiggestellt, als Kaiser Friedrich auf den Thron kam. Aber nach seinem Tod hat man ihm dann hier, ziemlich genau an dieser Stelle, wo ich stehe, gegenüber vom Brandenburger Tor, eine Erweiterung dieser Siegesallee gegönnt. Mit einem Bild von ihm, flankiert von zwei seiner Generäle. Nach dem Zweiten Weltkrieg, genau gesagt 1947, hat man die Siegesallee komplett platt gemacht und hat die verschiedenen Statuen, die den Krieg überlebt hatten, im Garten von Schloss Bellevue vergraben. In den 70er Jahren hat man sie wieder rausgeholt und heute sind sie in der Zitadelle Spandau ausgestellt. Dort war ich auch, dort hatte ich sogar eine Drehgenehmigung gekriegt, um das einzige Stück von Friedrichs Statue zu finden, das noch übrig ist. Denn die Statue selbst ist verschwunden, wahrscheinlich schon im Krieg zerstört. Übrig geblieben ist nur noch eine kleine Büste, die von General von Blumenthal, das war damals sein Generalstabschef im Deutsch-Französischen Krieg, vor allem bei der Schlacht von Sedan. Die sollte eigentlich in der Zitadelle sein, da wird sie aber zurzeit leider nicht ausgestellt. Und man konnte mir dort auch nicht sagen, wo sie genau hin ist. Also wieder ein Stück Mysterium. Man weiß nicht genau, wo die Statue von Friedrich selbst hin ist. Und man hat gerade nirgendwo, zumindest öffentlich, das letzte Stück, was noch davon übrig ist. Das heißt, das ganze Ensemble könnte noch irgendwo da draußen sein, nur noch nicht gefunden. Vor den Toren von Berlin liegt der Kaiser in seinem Mausoleum bis heute begraben. Von den meisten Deutschen vergessen und von Bismarck unter den Tisch gekehrt, hat er hier seinen Frieden gefunden und ist jetzt hoffentlich ein kleines bisschen weniger vergessen. Vielen Dank fürs Zusehen. Auch in 5 Minuten steckt eine Menge Arbeit und Herzblut. Also wenn es euch gefallen hat, dann drückt Gefällt mir, abonniert, kommentiert und vor allem teilt es mit euren Freunden. Und wenn es in eurer Nachbarschaft etwas gibt, was 5 Minuten wert ist, schreibt mir. Eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit kriegen sollte. Mein Schnitt an der Stelle. Der deutschen Geschichte, die viel interessanter ist als das populäre... Nein, Unsinn. Dass wir heutzutage über Friedrich den Dritten so wenig